Abteilung stillgestanden. Hiermit begrüße ich euch zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder da seid, ihr Lieben. Ja, ich habe zum Ende des Videos eine kleine Überraschung für euch dabei. Das könnte euch gut freuen. Aber jetzt starten wir in den nächsten wahnsinnigen Tag der CWL und fangen an mit dem LACD. Dann gehen wir zum ersten FC Dulli und schauen mal, was so passiert. Ich freue mich. Ja. Genau, ihr Lieben. Ihr wisst Bescheid. Der breiteste Clasher der Welt. Der braucht auch erstmal wieder sein Monster Energy. Wir halten die Tradition am Laufen. Gestern einen lustigen Kommentar bekommen, dass jemand das nicht so geil findet, dass ich der breiteste Clasher der Welt bin. Ja. Das kann passieren, das muss man nicht mögen, man muss es nur akzeptieren. Denn zeigt mir einen Vergleichbaren, ich bin wie Zlatan, ja. Zeigt mir was und dann wird es das nicht geben. Also, ich trinke auf euch, dass es euch gibt, ihr Lieben. Cheers. So. Um jemanden zu zitieren, meine lieben Freunde, was ist passiert? Wir gehen in den vierten Kriegstag. Jetzt hier alle drei beim LCD verloren, die kämpfen wirklich wie Löwen kämpfen die. Hier war es knapp. Also die kämpfen sich hier gerade echt durch und durch und durch gegen solche Gegner. Da kannst du einfach auch gar nichts mehr machen. So, jetzt fahren wir das Ganze mal hoch und dann kann ich euch das visuell zeigen. Let's go, erstmal alles einsammeln hier und jetzt batz. Krieg ist zu Ende, 29-31. Also harte Tobak hier, ganz, ganz harter Tobak. Und was wir hier auch noch haben, hier geht's los. Gerade gestartet vor 5 Minuten. Dann könnt ihr schon immer wissen, wann ich aufnehme. So um 10 immer rum nehme ich auf. 10:45 haben wir es jetzt. Ja, schauen wir mal in den gestrigen Tag noch rein. Da haben wir bestimmt noch was Interessantes. Ja, cool haben wir hier. Cool, cool. Den nehmen wir mit, den guten Burschen, ja. Auch einer der souveränen Angreifer hier. Ach Gott, was sind denn das für Mauern? Heilige Mutter Maria Gottes. Junge, Junge, Junge. Okay, gut, es wird wild. Queen Walk von dem guten Cool, der hier erstmal, ja gut. Also, ich sehe gerade so, das sieht aus wie meine Base, die ich jetzt wahrscheinlich gerade auf diesem Tablet aufbaue, ja, wie der Commander Dulli, den ich jetzt auf Rathaus 15 hoch pushe und dann die Truppenausbilder auf dem Weg dahin, damit wir einfach einen Rathaus 15er haben, der Truppen hat, dann ich will auch mal rushen. Ich habe mir gesagt, komm, ich habe da jetzt so viele und im Community-Clan ist es scheißegal, dann machen wir das einmal. Ich will einmal das Gefühl haben, ich muss einmal nachvollziehen können, warum das so ist. Ja, dieser Single Inferno, der Storm Slammer, das ist natürlich ein Problem. Da hätte ich jetzt, glaube ich, eher gefreezed, aber nee, braucht er gar nicht. Hier kommen einige Loons raus und die haben sich schon darum gekümmert. Auch werden die sich jetzt hier, upsala. Ja, muss gucken, dass der Bildschirm sich nicht immer die ganze Zeit runterfährt. Das ist schon nervig. So, jetzt gehen wir hier wieder. Da waren wir ungefähr. Giftzauber. Ja, Königin schießt noch die gegnerischen Truppen auseinander. Freeze geht auf den X-Bogen und die Luftabwehr. Königin gezündet, wichtig, damit du hier nochmal den Rage ansetzen kannst. Königin ist wieder full life, das willst du haben. Ja, jetzt müssen die Loons hier langsam mal, ja, okay, gut, die haben getan, was sie konnten. Am Ende des Tages haben sie getan, was sie konnten, mehr ging nicht. Königin kriegt jetzt hier dennoch das Rathaus im Alleingang, dann kommen die Superdrachen, ihr Lieben. Ja, ihr habt richtig gesehen. Die Inferno-Superdrachen, diese geilen Dinger, wirklich, die sehen so gut aus vom Design her. Also da muss man sagen, puh, schmackhaft. Ja gut, und hier gibt es jetzt auch eigentlich nichts mehr. Was soll die Luftabwehr da machen? Ja, die kitzelt. Guck mal, die Mine, die schwarze Mine, der wäre normalerweise wär der weg gewesen bei einem hohen Rathaus. Mit der schwarzen Mine hätte der eigentlich keine Chance haben dürfen. Ja, jetzt können wir hier schon mal ein bisschen hochgehen, weil hier brennt jetzt eigentlich auch nichts mehr. Ob er die Freeze überhaupt noch braucht, stellt sich die Frage. Ich glaube ja nicht. Weil die Adler-Dev jetzt auch nicht so den Schaden des Todes macht. Alter, wie schnell ist denn die Königin bitte?
Wie schnell ist die denn bitte schon unterwegs? Ja gut, der freest jetzt doch nochmal einfach frech in die Adler-Def rein. Und dann ist es erledigt. Und den einen hat er gar nicht genutzt. Ja, so kann es passieren. Auf jeden Fall ein sehr, sehr geiler Angriff von Cool hier. Schmackhaft. Sehr, 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 sehr schnittig. So, dann gucken wir uns Matthias an. Ja, wir wechseln immer mal wieder durch. Alle werden drankommen. Alle werden ins Video kommen. Heute trifft's Cool und Matthias. Und einen gucken wir uns danach noch an. Da haben wir hier die Zeit noch für. Und wir sehen E-Drachen. Also, let's go rein hier. Ja, das bietet sich natürlich an. Die Gebäude stehen nah beieinander. Zumindest innerhalb der Base. Da kriegst du relativ viel. Wir sehen hier E-Drachen zwei, dreimal geschossen. Und schon ist am Kasten leer. Ja, hier sehen wir rechts wieder leer. Also, hat sich schon rentiert für die E-Drachen, sich hier dazu zu entscheiden. Kann man machen. Kann ich absolut nachvollziehen. Ja, jetzt willst du natürlich, musst du jetzt gucken, dass du halt relativ schnell noch die Luftabwehr rausbekommst. Ich weiß jetzt gar nicht, woran es gelegen hat, weil hier dürfte eigentlich gar nichts mehr anbrennen. Der hat noch zwei Freeze. Wenn er die hier auf die Multi-Inferno und auf die Luftabwehr setzt, dann passiert hier gar nichts. Und schon gar nicht bei drei E-Drachen, also weiß ich jetzt auch nicht so genau, wie konnte das jetzt noch schief gehen. Er hat zu spät gefreest. Er hätte jetzt gleich nochmal hinterher setzen müssen. Ja, das war Avengela zu spät, mein Lieber. Aber wir haben den Fehler gefunden. Wie gesagt, an sich ein solider Angriff. Kannst du machen. Ja, das funktioniert auch. Aber du musst halt wirklich einen Ticken früher deine Freeze-Zauber setzen. Weil ansonsten geht das Ding schief. Und der schwarze Wolf hat natürlich auch noch die absolute Performance rausgeholt und nochmal drei. Also wie gesagt, die Jungs, die kämpfen. Ja, die Jungs und Mädels, die beißen sich hier durch. Ja gut, hier ist ein Rathaus 9er. Den musst du eigentlich schon machen. Ne? Schweinereiter und Bowler. Hacker am Start, Babydrachen am Start und dann geht's los. Königin Level 40 schon, also Rathaus 10 maxed. Also ja, er hat zweimal Gift dabei. Also auch interessant. Werden wir gleich sehen, wieso das so ist. Er setzt beide dorthin, okay? Level 4 und Level 6er. Meinst du hast dann Level 10er? Das war ein Spaß. Ja, mach da. Der Erfolg gibt dir recht. Jetzt kommen die Schweinereiter rein. Jetzt hat er noch dreimal Heal-Zauber perfekt gesetzt. Da war wichtig, da waren Bomben. Da möchtest du einen Heilzauber haben. Hier nochmal wieder. Genau, richtig schön gesetzt. Einer ist noch über Königin, kann noch gezündet werden. Ja, kannst jetzt zum Spaß, wollte ich gerade sagen, nochmal heilen. Und das ist das Thema durch. Sauber. Sehr, sehr stark hier die Angriffe vom LACD, die hier wirklich tapfer kämpfen. Da kann man euch wirklich null Vorwurf machen. Ja, ihr habt halt einfach die kleineren Rathäuser haben wir dabei. Das ist halt einfach so. Das kann man tolerieren. Hier in diesem Clan geht das. Im anderen Clan bin ich ein bisschen strenger mit der Gesamtmaterie. Da gucken wir jetzt gleich mal rüber, meine Lieben. Jetzt sichern wir nur hier die Aufnahme. Spring rüber und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, da sind wir wieder, ihr Lieben. Fährt schon hoch. So, da sind wir auch. Wir sind im Nachtdorf gelandet. Da wollen wir natürlich nicht hin. Das ist doch klar. Hallo, komm rüber. Hat der Kriegstag 3. In einer halben Stunde würde der nächste Tag losgehen. Wer kann denn jetzt hier noch angreifen? Hier müssen wir... Ja, ich weiß, das ist ja klar, wenn wir so wenig Sterne holen. Ich habe es richtig verkackt. Ich weiß, das ist mir schon klar. Das ist mir schon klar hier, Avengela. So, oh, ich wurde mit 3 geschlagen hier. Das war ja hässlich, Digga. Hässlich, Alter. Komm, wir gucken uns an, was Pikachu mit mir gemacht hat. Let's go, rein da. Ja, es ist... ja, gut. Na ja, gut, ist... Kannst du nichts machen. Da machst du nichts. Ist okay. Warden Walk. Ja, Super Bowler-Strategie. Die lerne ich gerade auch. Gut. Die brauche ich mir gar nicht angucken. Kriege nur Frust. 4900 Pokale haben wir übrigens erreicht. Ja, Road to Legende läuft. Was wir auch sehen, ist, dass ich hier fleißig gerade die Superhexen-Strategie übe. Und was wir noch üben, ich habe Queen Charge Lavaloon ein bisschen geübt. Ja, und jetzt fange ich an, Avengela mich zu verbessern. Guck mal weiter. Hier hat es ganz gut geklappt. 90% fast geholt. Da mal, ja, 100% gut, das war wieder mit den Drachen, das war, ja, 82 hier, also ich bin am Arbeiten, dass das mal läuft, dass wir auch mal was anderes außer Drachenreiter Drachen sehen.
Kann ich mir gut vorstellen, dass euch das auf den Sack geht. Wir haben jetzt hier aber noch einen Angriff. Wer muss denn den noch machen? Na gut, der wird ihn nicht mehr angreifen. Den habe ich aus dem Clan geschmissen. Gut, ist erledigt. Ansonsten haben alle ihre Angriffe gemacht. Und wir sind damit bereit für den nächsten Tag. Die Old Mans warten. Ja, das ist aktueller Platz 3. Gucken wir mal. Wir sind abgerutscht auf den Platz 6. Da wollen wir natürlich nicht hin. Müssen wir gucken, wie wir da jetzt weiterkommen. Wir müssen jetzt wieder Sterne holen. Ich habe es ein bisschen verkackt. Ich habe nur einen Stern geholt. Das ist wirklich nervig. Ja, jetzt geht's dann wieder los, ihr Lieben. So ist das. Aber ich wollte euch noch Angriffe zeigen. Halt, stopp. Wir wollen ja hier nicht aufhören, ihr Lieben. Wir wollen doch hier noch nicht stoppen. So, Master Jesse, der zeigt uns nämlich mal, wie man es richtig macht mit den Super Bowlern. Nimmt hier 5 mit statt 4. Gab es gestern schon eine Diskussion bei mir im Clan hier. Ja, ich würde einfach sagen, mach mal. Zeig uns mal, wie es geht. Der Warden Walk, ja, auch ganz eine interessante Geschichte hier. Und der Katapult drüben. Ah, ich bin echt drauf und dran, ob ich vielleicht diese Strategie auch mal spielen soll. Aber ich weiß nicht, ob ich die in der CWL unbedingt spielen sollte. Gegen den Rathaus 14er, ich weiß nicht. Klar, er macht's auch, aber schwierig. Da wäre mir mal wichtig, was so eure Meinung ist. Weil die ist ja wirklich nicht so leicht auszuspielen, Tatsache, diese Strategie. Also, das muss man auch wirklich so dazu sagen. Aber jetzt baut er hier ein Funnel einfach richtig gut aus. Der Magier, der rasiert da noch ein bisschen. Boah, ich dachte gerade, er wird gar nicht getroffen vom Minenwerfer. Das wäre schon frech gewesen. Ja, der Warden, der braucht halt seine Zeit. Ihr seht ja, 1 Minute 20 Sekunden schon rum fast. Und immer noch nicht so viel passiert. Jetzt hat er sich dazu entschieden, jetzt geht er rein. Jetzt wird losgewongelt und jetzt setzt er alles auf den Haufen. Ja, und dann wird hier reinmarschiert. Aber Vollgas, aber wirklich richtig volle Lotte rein jetzt hier. Der Sprungzaubergesetz, gegnerische Clanburg kommt raus. Jetzt wird er wohl zünden, oder? Ja. Das ist geschehen. Und dann geht es hier rein Richtung Rathaus. Wow, das ist schon ein Riesenkuddelmuddel da drin. Das ist schon ein Riesenkuddelmuddel. Gut gefriest hier noch. Ja, der Golem ist aufgeploppt. Hat alles eingefroren. Den anderen Frostzauber hat er jetzt auf die Scattershot gesetzt unten und auf den Warden. Auf die Statue. Und jetzt müssen wir hier gucken, dass die Heiler natürlich alles bei Laune hält. Dass die schön hochheilen. Damit die Super Bowler hier nicht dran glauben müssen. Ja, wie gut wäre es, wenn jetzt noch die Luftabwehr. Perfekt. Da war ein Super Drache drinnen. Oh, wow. Okay. Super Drache. Da schauen wir gleich mal ganz genau, was da noch so drin war. Kein Problem. Haltet ihr das für sinnvoll, da einen Super Drachen reinzumachen? Oder würdet ihr sagen, eher Yetis oder eher Bodentruppen? Weil man greift ja auch mit Bodentruppen an. Gladi gezündet. Perfekt. Speer fliegt durch die ganze Base und jetzt brennt hier auch gar nichts mehr an. Und so sieht das souverän aus. Also es sieht leicht aus, ein Warden Walk gut gemacht. Ich bin immer noch ein Fan von Queen Walk. Ich werde mir jetzt aber dieses Mal den Warden Walk echt angucken. Und dann schauen wir mal, ob ich in dieser CWL nochmal was trippeln kann oder was reißen kann. Das wäre ja wirklich wünschenswert. Ich bin schon ein bisschen ausgehungert. Wir haben hier noch nicht die Hymne des ersten FC Dulis gehört, weil ich es noch nicht geschafft habe, den Triple zu machen. So, dann kriegt sie Master Jesse halt. Ist doch klar. Perfekt. Geiler Angriff hier. Ja. Also, wir müssen weiterkämpfen. Wir müssen weiter uns den Arsch aufreißen. Wir dürfen hier nicht Hi und FriendsBeliebt.com, die haben wir auch noch vor uns als Gegner, ist ja klar. Best of Risa, die kommen noch. Die können wir auch noch ein bisschen klatschen. Mal gucken, vielleicht klatschen die auch uns und dann haben wir noch mal die leichten Gegner. Also zum Schluss wird es leichter dann für uns. Also wir haben alle harten Gegner dann durch. Und dann warten wir mal ab, was passiert, ihr Lieben. Ja, so sieht's aus aktuell. Wir haben jetzt hier noch den Hidden Tesla fertig. Der wird dann gleich wieder weiter was ausgebaut. Oh, wir können hier wieder was machen. Perfekt. Was machen wir denn hier am schönsten? Da möchte ich kurz hier was machen. Passt mal auf. Und zwar möchte ich den Riesen hier fertig machen. Bot, fertig, erledigt der Fall. Der juckt uns nicht mehr. Und dann möchte ich gerne ja, hier die Scattershot noch fertig machen. Let's go, rein hier. So, damit das Labor auch dann fertig wird irgendwann mal. Wäre wünschenswert. Und dann muss ich wieder farmen. Dann geht's Richtung Legende, ihr Lieben. Und wir kämpfen und beißen uns da weiter durch. Jetzt müssen wir halt mal gucken, wie es vorwärts geht. So.
Aber ich habe ja versprochen, dass wir noch etwas machen. Es dauert kurz. Muss kurz alles hochfahren, ihr Lieben. Ja. Ja, dann würde ich sagen, Abteilung stillgestanden. Hiermit befördere ich den guten Finny zum Ältesten aufgrund überragender Leistungen. Absolutes Teamwork-Verhalten, bringt sich super in den Clan ein, unterstützt, hilft und engagiert sich extrem und wird hiermit zum Ältesten befördert. Rührt euch. So, und das Ganze wollen wir natürlich noch gebührend feiern. Und machen uns eine Party. Oh yeah, das wird noch richtig geil. Ihr Lieben, wir haben eine Nebelmaschine. Die habe ich schon ganz lange, aber ich habe sie noch nie benutzt. Jetzt haben wir sie ausgepackt. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt ein bisschen Spaß und ich melde mich für heute ab. Clash off, ihr Lieben, und trinke wie immer auf euch. Cheers!